Hallo, mein Name ist Santiago Ziesmer und ich bin ein Schauspieler und Synchronsprecher aus Berlin. Vielleicht hat der ein oder andere ja schon einmal meine Stimme gehört. Und die Jüngeren haben eventuell noch die Stimme des kleinen gelben Unterwasserschwamms SpongeBob Schwammkopf im Ohr. Ich möchte nun etwas zeigen. Und zwar habe ich eine kleine verrückte Sache verhüllt an unseren gemeinschaftlichen Hausweihnachtsbaum gehängt. Na, was könnte das wohl sein? Antwort A, eine kleine Nascherei. Antwort B, ein kleiner Kosmetikartikel. Oder Antwort C, ein kleiner Glücksbringer. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Anlass meiner Mitwirkung. Ich möchte eine gemeinnützige Einrichtung vorstellen, die großartige Arbeit leistet, den Kinderschutzengel e.V. in Berlin. Mit dem wunderbaren Motto, helfen verleiht Flügel. Schwer und chronisch kranke sowie behinderte Kinder und Jugendliche werden zum Beispiel mit Therapiebegleithunden besucht. Und jeweils zu Ostern, Halloween, Nikolaus und zu Weihnachten werden Besuche auf den Kinderstationen von großen Kliniken in Berlin und auch Brandenburg mit Geschenken und Bescherung gemacht. Das ist unbedingt unterstützenswert. So, und jetzt will ich doch mal gucken, was meine Nachbarin an den Weihnachtsbaum gehängt hat. Ah, das ist die liebe Fee Franziska. Ah, ja. Ui, das ist aber schwer zu erkennen. Vielleicht ist es ja ein kleines Fläschchen mit Feenstaub. Nun, das wird sich herausstellen. Also, ich möchte alle lieben Menschen dazu aufrufen, eine kleine oder auch größere Spende an die wirklich großartige Einrichtung Kinderschutzengel e.V. zu überweisen. Ich bedanke mich als Botschafter dieser Organisation und verabschiede mich mit ganz herzlichen Grüßen. Und bitte bleibt gesund!